auch noch. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ja, wir sind gerade unterwegs mit dem Bus. Ein letztes Mal mit dem alten Ausbau. Was schon als ist aber kleiner. Ja, na klar, das ist positiv, weil es ist ja nicht das letzte Mal mit dem Bus. Nein, positiv im Sinne von, es gibt bald was Neues. Positiv für Videos, ja. Auch nein, noch. Auch für uns. Naja, klar. Okay. Genau. Also, kleiner Teaser sozusagen, wir basteln demnächst nochmal wieder einiges am Bus. Das hat auch einen Grund, aber wir haben euch das ja auch schon erklärt. Als wir den Bus ausgebaut haben, hatten wir 4 Wochen Zeit. Ja. Und für die 4 Wochen haben wir da was ziemlich Cooles zusammengebastelt und waren ja damit auch schon zumindest unterwegs. Zumindest dafür, dass es das erste Mal, manche bauen in 4 Wochen einen kompletten Ausbau. Ja, aber die gehen ja nicht auf Arbeit und haben kein Baby. Das ist auch und richtig. Und ordentliches Werkzeug. Auch richtig, und eine ja. Garage, in der sie auch nachts noch arbeiten können. Auch noch. Merkst ja, du was? Ja, okay. Ist okay. Nee, aber auf jeden Fall waren wir damit auch schon unterwegs, auch ja länger und so. Und dafür war es super. Es war ja auch Sommer und alles. Genau, aber jetzt wollen wir euch gar nicht erzählen, wie es dann später wird, sondern wollen wir euch jetzt einfach nochmal das Wochenende mitnehmen. Es ist kein Wochenende, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Trotzdem sind wir übers Wochenende auch weg. Ja, bei der Vlog geht 2 Tage, also bis morgen. Und zeigen euch nachher nochmal so richtig schön, wie wir in unserem jetzigen Ausbau wohnen. Und genau, der Kleine ist auch wieder dabei, der sitzt hier drüben. Schläft. Genau, wir waren gerade essen in diesem Brückenrestaurant in Damme. Wir können euch da jetzt auch ein Foto einblenden. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall gibt es 2 solche Autobahnbrückenrestaurants in Deutschland. Ich habe beide jetzt mittlerweile schon gesehen. Ich zumindest das andere, das ist in Bayern. Von außen. Von außen, ja. Genau, das mehr ist jetzt noch nicht passiert. Achso, und wir fahren in die Ostsee. Genau. Nur zur Info. Weil wir haben jetzt halt noch ein bisschen mehr Zeit. Irgendwas rechts da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann morgen wieder nach Hause fahren, sonst würden wir wahrscheinlich nur an die Nordsee fahren, weil die Ostsee ist ja ein Stück weiter weg, aber ja, genau. Dann viel Spaß mit dem Video. Okay, ich hoffe, ihr hört mich, weil das Meer so laut ist. Und ich hoffe, der Karl nimmt mir diesmal nicht die Kamera wieder weg. Also, wir sind angekommen. Wir haben relativ lange gebraucht. Wir haben aber auch eine sehr große Mittagspause gemacht, was wir ja schon erzählt haben in diesem Brückenrestaurant in Damme. Und dann haben wir noch eine Kaffeetrinkenpause gemacht. Und wir sind jetzt am Strand. Und ja. Ich glaube, ich habe schon mal den Karl gefilmt, also was er hier so anhat, Gummistiefel, eine wasserdichte Hose und wie er hier so am Strand spielt. Er steht jetzt gerade hier neben mir und hält sich an meinem Schal fest und beobachtet einfach nur das Meer. Das ist einfach so süß. Ich glaube, es fasziniert ihn voll. Genau, auf jeden Fall haben wir auch schon den Stellplatz für heute Nacht. Und ja, es ist schon dunkel. Jetzt hat er so viel Liebe. Ja, es ist schon dunkel, aber noch nicht so spät. Also, was heißt dunkel? Es dämmert gerade, ne? Aber es ist noch nicht mal um 8, es ist auch noch nicht mal um 7, glaube ich. Also, es ist noch lange keine Essenszeit und so. Ja, da ist Philipp. Und genau, also, wir schauen jetzt hier noch ein bisschen uns das Meer an, werden noch ein bisschen hier lang spazieren, ist jetzt auch nicht mehr so viel los und Karl buddelt noch ein bisschen,
Steine aus. Hast du einen Stein für den Papi? Ist für mich? Danke. Was ist das denn für das? Kein Stein? So, wir sind mittlerweile wieder im Auto und ich habe hier erstmal zugezogen, dass man jetzt nicht unbedingt reingucken kann. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Und auf jeden Fall müssen wir uns jetzt eben mal noch um Gardinen kümmern. Also, nur mal die hier, kann ich die schon runter machen? Eigentlich ja. Weil wir haben ja zwar getönte Scheiben, aber sobald hier drin Licht an ist, kann man so ein bisschen durchgucken. Und ja, genau. Übrigens ist unser Stellplatz ganz nah am Meer. Also kann man theoretisch hier vorne aus der Frontscheibe aufs Meer gucken. Genau, wir machen uns jetzt hier gemütlich. Wir machen die Gardinen ran, die jetzt noch nicht dran sind. Und dann Gardinen runter. Und dann überlegen wir uns mal was fürs Abendbrot. Sorry, wenn ich mal hier aus dem Bild verschwinde. Ich musste die Kamera hier irgendwo weit hinten auf dem Bett platzieren. Wegen dem Kabel, der steht so sehr auf diese Kamera. Genau, dann kümmern wir uns jetzt erstmal ums Essen. Und es ist jetzt, ja, also wir haben noch eine Dreiviertelstunde bis reguläre Essenszeit wäre vorbei. Also es geht ja bei der Essenszeit eigentlich immer nach K. Allerdings hat er heute so spät Kaffee trinken gekriegt, dass es auch jetzt nicht Punkt 20 Uhr sein wird. Aber wir wollen ja auch nicht ewig wach bleiben. Genau. Also werden wir... Krass, man sieht einfach alles. Ja, deswegen müssen wir jetzt die Gardine aufhängen. Und die habe ich schon runter gemacht. Ja, ich mache die auch runter. Genau. Mega sauber und echt schick. Ach so, dann gehe ich auch mal auf Toilette. Klubbert ihr? Für die Handtücher. Ja. Deswegen habe ich keine benutzt. Also für die... Ich halt okay. Dann kann ich euch vielleicht auch jetzt eben noch von hier vom Auto das Meer zeigen und die Toilette. So, du bleibst ja jetzt mal hier, ne? Du kannst ja die Gardine über der Küche aufhängen und runter machen. Weil die hat ja eine ganze Gardinenstange. Ihr seht ja jetzt hier, also man kann ja alles sehen, also auch die Gardine, aber ist ja egal. Und hier sieht man auch, dass wir drin sind. Ich überlege noch, ob wir dann umparken, wobei hinten ist ja auch nur eine Gardine. Mal sehen. Auf jeden Fall steht hier der Bus und da hinter der Laterne ist das Meer. Genau. Und auf jeden Fall ist hier oben der Deich und hier ist eine Toilette. Und, ach, hier, guck mal, in dem anderen Camper ist auch Licht. Gut, ich gehe jetzt dort aufs Klo. Ich will euch nur eben zeigen, wie sauber und ordentlich hier das öffentliche WC ist. Hier gibt es auch einen Putzplan und ja, auf jeden Fall ist das wahrscheinlich relativ neu alles. So, wie sehe ich überhaupt aus? Das ist ja echt krass, dass es hier einfach eine Toilette mit Spiegel gibt. Das heißt, ich kann morgen früh hierher gehen, meine Haare vom Spiegel machen. Aber es gibt keine Steckdose, also ich kann auch nicht meine Haare glätten. Was aber auch nicht unbedingt notwendig ist, die sind noch halbwegs glatt. So, ich gehe jetzt aufs Klo, dann mache ich natürlich vorher die Kamera aus. Genau. Mal sehen, ob Philipp sich dann schon was fürs Abendbrot überlegt hat. Okay, so sieht's aus, wenn wir uns entscheiden, was wir kochen. Brauchst du Hilfe? Und? Schmeckt nach richtig passierten Tomaten, aber? Nicht so... Ja, weiß ich nicht, passierte Tomaten schmeckt manchmal so... Ist da was im Deckel? Nicht, kann ich das ablecken? Schmeckt halt einfach zart und mild nach Tomate, aber lecker. Hier. Yeah. Mh, hast du gehört? Mhm, was war das? Ein Stück Sand. Das kommt aber nicht aus der Suppe. Mh, riecht ja mega lecker. Aber nicht als Nudelsauce. Doch, voll als Nudelsauce. Nee, nur als Suppe. Also, wer, zeig mal, was wir jetzt hier haben. Wie heißt das? Suppe. Tomate, Cranberry und Nudeln. Genau, das kochen wir jetzt. Wenn wir alle Töpfe mit haben. Wir sind irgendwie... Hallo. Wir sind irgendwie ein bisschen unvorbereitet losgefahren. Nein. Wir waren schon unten am Auto, Philipp meinte. Weißt du, was wir vergessen haben?
Ich sag ja, unser Bettzeug. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Aber wetten, das habe ich dann auch nicht geholt. Okay. Gut, oder was wir nicht gemacht haben oder sowas. Irgendwas hast du gesagt. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Abendbrot und wir zeigen euch das, wenn das fertig ist. Essen ist fertig und es gibt, wie gesagt, Nudeln mit Tomatensauce. Ach, du willst selbst essen, aber nicht so eine Schweinerei machen. Mama A. Ist das lecker? Die Soße ist jetzt schon halt alle, weil irgendwie... Mittlerweile ist es schon kurz nach 9 und unser Bett ist fertig. Ich liege hier auch gerade im Bett und Philipp geht jetzt vor die Lüftungsgitter reinmachen. Haben wir das eigentlich schon mal jemals in einem Video gezeigt? Will ich nicht. Die Lüftungsgitter? Kannst du ja dann mal, wenn du fertig bist, Bescheid sagen. Dann können wir die mal noch, also von außen zeigen. Mhm. Genau. Wir haben ja schon alle Gardinen zugemacht, bis auf die eine, die noch fehlt. Dann müssen wir noch die Gardinenstange reparieren, aber wir haben hoffentlich alles dabei, um die zu reparieren. Die ist nämlich durchgebrochen. Das ist noch nicht die Ideallösung mit den Gardinen so, weil das sind halt wirklich sehr instabile Stangen und die Haken dazu sind geklebt, weil wir halt hier nicht noch 1000 Löcher reinbohren wollten in das Metall vom Auto, aber vielleicht ändert sich da auch beim neuen Ausbau noch ein bisschen was, vielleicht auch mit generell ganz anderen Gardinenstangen, wobei wir halt jetzt diese Löcher, also da wo die durchgehen, die Gardinenstangen in den Gardinen auf die Gardinenstangen angepasst haben, aber man findet ja bestimmt noch andere dünne, aber trotzdem stabile Gardinenstangen, vielleicht aus einem anderen Material, das ist jetzt glaube ich so mit Kunststoff überzogenes, ganz dünnes Aluminium oder sowas, sind auf jeden Fall sehr leicht. Und ging auch erstmal schnell ranzumachen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das System so kennt. Also mit diesen Gardinenstangen, Haken, was auch immer. Genau, die sind verschiebbar, also die kann man auf der Größe auch variieren. Genau. Und irgendwo hier unten ist noch die eine kaputte Gardine. So. Die Lüftungsgitter sind dran. Da macht natürlich jetzt eigentlich keinen Sinn, die im Dunkeln zu zeigen, weil richtig im Dunkeln sieht man sie nicht. Das macht schon mehr Sinn. Genau, das ist einfach so ein Metallding. Das wird auch auf das Fenster, also das Fenster wird runtergekurbelt. Dann hat das hier so eine Kante. Damit wird das auf das Fenster gesteckt und oben ist es dann halt genauso dick wie das Fenster und kommt in den Rahmen hier oben unter den Gummi rein. Und dann sind hier so Lamellen, damit es nicht reinregnet und Moskitonetz drin, damit wir keinen Besuch kriegen nachts. Und da gibt es das Handy wieder. Danke. Genau, und die haben halt für beide vorderen Fenster, wir haben in der Schiebetür kein Schiebefenster. Aber hätten wir das, gäbe es dafür auch noch, achso, ich kann noch in die Kamera erzählen, muss nicht das Bett filmen. Dafür gäbe es auch noch so ein... Stimmt, das war so ein, bei Amazon, ne? Airvent oder so heißt das Ding. Das war das Einzige, was es bei Amazon gab. Es war voll schwer, diese Dinger zu bekommen. Ja. Hallo! Was machst du denn hier? Die gab es bei eBay. Kleinanzeigen oder sowas. Genau. Und da, weil die halt aber auch schon ungefähr Jahrhunderte alt sind. Oder? Ja. Also. Ich wundere mich, dass wir nicht in D-Mark bezahlen mussten. Da war so ein Prospekt, der bei 1000 Jahre alt, und dann war da so ein Hund abgedruckt und so. Weil das auch, wenn du zum Beispiel deinen Hund irgendwie im Sommer mal 2 Sekunden im Auto lässt, wenn du tanken gehst oder was weiß ich. Okay, dann machst du nicht extra dieses Gitter rein. Einkaufen vielleicht. Weiß ich nicht. Passt auf den Karl, auf der sitzt so an der Kante. Genau, auf jeden Fall werden wir uns jetzt Bett fertig machen, die eine Gardine noch reparieren, dann schlafen gehen.
Und morgen geht's weiter. Morgen früh. Natürlich die Stange reparieren, nicht die Gardine. Ja, aber dass halt dann die Gardine hängen kann. Die Gardine ist nämlich auch nicht durchgebrochen. Das wäre ganz komisch. Das ist eine ganz feste Gardine. Ja. Dann sagen wir jetzt hiermit gute Nacht. Gute Nacht. Und hoffentlich sehen wir uns morgen früh wieder. Aber wieso sollten wir uns nicht wiedersehen? Guten Morgen. Es ist, ich glaube, kurz nach 8.30 Uhr. Und Philipp verlängert gerade unseren Parkschein, weil ab um 8 Uhr müssen wir wieder bezahlen. Und ja, wir haben eine sehr entspannte Nacht verbracht, haben sehr gut und sehr tief geschlafen, zumindest ich. Und der Kleine eigentlich auch, also er hat sich kaum gerührt. Und heute Nacht waren die Temperaturen, glaube ich, bis 7 Grad. Aber so war das auch in der Schweiz. Als wir in der Schweiz auf diesen Passhöhen, also Fluela-Pass und Furka-Pass waren, also beim Fluela-Pass weiß ich es genau, da waren es 8 Grad. Und wir hatten trotzdem es hier ganz gemütlich, warm und kuschelig, was uns natürlich auch zeigt, dass wir ohne Dämmung bis zu den Temperaturen hier gut drin noch leben können. Also es hat keiner gefroren und der Kleine hat die ganze Zeit mit ganz gemütlich unter unseren Decken geschlafen und wir haben jeder 2 Decken gehabt und so. Und ich habe tatsächlich wirklich nur Unterwäsche und ein T-Shirt angehabt und mir war super schön warm. Der Kleine hat halt einen langen Schlafanzug und dann einen Schlafsack, der auch nochmal Ärmel hatte und zwar einen gefütterten Schlafsack. Und darunter natürlich noch ein Body. Genau. Unser Plan. Aha. Hallo. Das hat sich ja gelohnt. Was denn? Bis 9.48 Uhr. Hattest du Geld? Was? Bis 9.48 Uhr hattest du. Weil jetzt irgendwann nämlich 10 Cent nur noch 3 Minuten ausmachen. Ja, okay. Es wird immer weniger. Irgendwann waren es 5 Minuten, dann waren es irgendwann nur noch 3 Minuten. Beim letzten Mal waren es 2 oder 3 Minuten oder was für 10 Cent gab. Und 1 Euro hattest du. Und 1 Euro, ja. Der hat einiges gemacht, aber der hat doch ungefähr alles gemacht. Achso, halt ja, dann suchen wir uns nachher noch einen anderen Parkplatz. Ja, ich gehe jetzt mit Pullern. Okay. Der andere Parkschein hat sich eh zusammengerollt und ist da vorne runtergekugelt. Und man sieht durch die Scheibe eh nichts. Also von daher. Gut, so viel dazu. Ja, der Plan war eigentlich, dass wir dann von hier zur Seebrücke vorlaufen. Die haben wir gestern Abend schon gesehen, die war beleuchtet. Und dann von der Seebrücke aus am Strand wieder zurück, also einmal auf die Seebrücke, ne? Und dann auch nochmal an den Strand mit dem Kleinen und so. Jetzt müssen wir, boah, meine Haare, ich sehe ja natürlich nicht, wie ich aussehe, ne? So, jetzt müssen wir uns dann noch einen anderen Parkplatz suchen, aber erstmal bis nach dem Frühstück und bis wir uns alles hier sortiert und angezogen haben, reicht der Parkschein erstmal. Genau. Und dann wollen wir uns zum Mittag irgendwo was Kleines holen, also jetzt nicht groß erstmal kochen. Weil wir fahren dann nachher zu Philipps Bruder und deswegen geht der Vlog auch nur bis, was weiß ich, kurz vor 15 Uhr oder so, wie bei uns sein wohl. Ach, so, schön, guten Pups. Wo wir dort sein wollen. Wenn Philipp sagt, dass die Toilette offen ist, dann gehe ich auch gleich, nachdem ich mich angezogen habe. Dann werden wir unser Bett zusammenbauen und ja, erstmal Frühstück machen. Stimmt's? Ja? Hast du Hunger? Dann gibt's bald was, okay? Gut. Also auf jeden Fall wird da draußen gerade Wasser warm. Für Kaffee und Haferschleim. Ja, ich würde nochmal den Kaffees auch nehmen. Ja. Genau, und wir haben hier so mit Milch und allem schon fertig. Es war bis jetzt ja eine ganz, ganz gute Lösung. Zum einen, dass wir keine Milch da haben müssen, weil wir ja aktuell uns irgendwie dafür entschieden haben, keine Kühlbox dabei zu haben. Und zum anderen, ja, Zucker, haben wir Zucker dabei. Vielleicht höchstens so irgendwie mal von McDonald's oder sowas. Ansonsten. Von Pommes? Ja, von McDonald's. Achso, ich oder, kann sagen, von Pommes Zucker, das ist ja ganz komisch. Ich glaube, ich habe auch eine ganz kleine Tüte Zucker so abgefüllt. Ich habe halt auch ein bisschen Salz. Also wir haben hier unten so ein Glas mit Gewürzen und da ist eine kleine Tüte Salz. Was ist los? Du kannst jetzt nicht raus. Genau, wir haben eine kleine Tüte Salz, eine kleine Tüte Pfeffer,
Und ich glaube auch Zucker. Dann haben wir ganz viel Chili-Pulver da drin von den Instant-Nudeln. Sowas halt, ne? Aber auf jeden Fall ist der Kaffee echt für Faule. Also du musst ihn wirklich nur mit Wasser anrühren und fertig. Genau. Und ja, den Haferschleim, der ist aus Österreich, den haben wir dort gekauft gehabt, weil ich habe mir auch, als wir dort waren, also in der Schweiz und Österreich, hatte ich mir von hier, also von Deutschland, solche Tüten, also wo portionsweise so Haferschleim halt drin war, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, mitgenommen. Und als er dann alle war, haben wir dann dort gesucht und da gab es halt nur so eine große Packung. Ist aber eigentlich auch ganz praktisch, sowas immer da zu haben, weil das ist der Kleine, das essen wir. Und es wird halt nicht schlecht und du rührst es einfach nur mit Wasser an. Also es ist halt auch voll das gute Campingessen. Genau, wir haben jetzt hier drin gerade ein bisschen noch Jacken, weil es ist draußen noch voll kalt. Aber die Sonne hat auf jeden Fall schon geschienen. Also ich denke, das wird jetzt sehr schnell wieder warm. Genau, also ich glaube, für solche Momente wäre eine Standheizung ganz cool. Beziehungsweise eine Dämmung würde ja auch schon mal was ausmachen an sich. Aber das ist ja jetzt auch wirklich das letzte Mal, dass wir bei den Temperaturen mit diesem Ausbau campen. Also ja, man kann sich einfach was anziehen, auch der Kleine. Und der ist hier eh, also bis jetzt, bevor er auf meinem Arm war, hat er die ganze Zeit hier rumgewuschelt. Er hat auch einen unserer Kaffeebecher irgendwo hingeräumt, wo wir ihn nicht mehr wiederfinden. Also der war die ganze Zeit nur am Spielen und hat sich bewegt. Von daher denke ich, wird ihm auch nicht kalt. So, der Kaffee ist fertig und der Haferschleim, das sieht ein bisschen seltsam aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht in der Schüssel ist. Seltsam. Nein. Möchtest du noch ein Stück Wasser haben? Nein. Alles gut. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es einfach nicht in der Schüssel ist. genau. Und wir werden jetzt mal frühstücken. Einmal Haferschleim, sieht seltsam aus. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Jedenfalls hier direkt im Parkplatz, hier drüben, hinter Philipp, eine Fischräucherei. Das heißt, es riecht die ganze Zeit nach Fisch und Räucherei. sehr intensiv. Aber naja. Genau. Und der Kleine kriegt auch einen Haferschleim. Und ja, er sitzt ja schon in seinem Stuhl. Ja. Vielen Dank. Gut, dann werden wir jetzt frühstücken. So, wir haben einen kostenlosen Parkplatz gefunden, was echt verwunderlich ist in so einem Ferienort. Der ist auch recht groß und hier steht auch ungefähr niemand, also kann ich euch ja eben mal zeigen. Genau, den haben wir in der App gefunden, die wir für unsere Stellplatzsuche verwenden. Die haben wir nach Schweden gleich. Nach der Schweiz. Schweizurlaub erst entdeckt. Wo willst du hin? Achso, Spiegel reinklappen. Genau, auf jeden Fall. Wir können ja da eben mal so eine kleine Werbung für machen. Jetzt ist aber alles zu, oder? Ja. Ja, und wir haben übrigens, nachdem wir die gefunden haben, haben wir geguckt, ob eventuell einige der Stellplätze von der Schweiz da drin sind. Und ja, sind sie. Der in Italien war nicht drin. Den haben wir wahrscheinlich überhaupt als allererste Camper so benutzt. Das ist wahrscheinlich halt auch echt cool. Eher ein Wanderparkplatz. Müssen wir noch eintragen. Ja, allerdings ist halt Wildcampen in Italien so oder so verboten. Also wenn jemand da uns weggeschickt hätte, wären wir weggegangen. Genau, aber wir haben jetzt halt den Stellplatz hier. Und die App heißt Park4Night. Wir können auch mal das Icon oder so einblenden, wenn wir das irgendwie finden. Das ist echt cool, da gibt es alles an Plätzen. Und da steht immer ganz viele Informationen und Bilder dazu. Und wir suchen jetzt von hier aus den Strand. Und ja, hoffen wir finden ihn. Guten Morgen. Auch wenn wir uns theoretisch ja schon gesehen haben. Jedenfalls nach dem Frühstück sind wir noch eine ganze Runde eigentlich spazieren gewesen. Relativ viel. Ach nee, wir haben das letzte Mal gefilmt, als wir den neuen Parkplatz gefunden haben. Genau, wir sind nämlich zum neuen Parkplatz gefahren. Den habt ihr ja schon gesehen. Danach sind wir spazieren gewesen. Ja, voll viel eigentlich war noch
gesperrten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf A14 Richtung Berlin Schwerin zu folgen. Ja, feige Sau. Jedenfalls haben wir dann bei dem Parkplatz, da war ein Netto. Und da am Autobahnkreuz 9 Kreuz Wismar den rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf A14 Richtung Berlin zu folgen. Dann an der Gabelung rechts halten. An der Gabelung rechts halten. Jedenfalls waren wir dann beim Netto, der war nämlich bei dem Parkplatz und haben uns da ein bisschen was vorgestellt.